Heute checken wir mal eine GeForce GTX 580 Phantom mit 3 GB. Alles weitere gleich nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen und schön, dass ihr eingecheckt habt. Hier ist wieder Darkies Hardware World, euer Darkie. Und ja, wir haben nach einer günstigen Alternative gesucht. Kohle ist gerade nicht so fett und meine Frau hat Geburtstag und sie soll einen neuen PC bekommen, weil zwangsweise sind mir 2 PCs um die Ohren geflogen. Und da haben wir gedacht, warum brauchen wir schnell einen neuen. Aber es sollte nicht so viel kosten. Und ein Ersatzsystem, auch als Ersatzsystem wieder, und vielleicht will sie ja jetzt noch mal langsam zocken. Und deswegen habe ich gedacht, okay, wir müssen sowieso noch mehrere Klamotten bauen, wie den Gaming-Server und noch so diverse andere Sachen. Und da habe ich nach einer günstigen Alternative gesucht, habe die GTX 580 Phantom entdeckt von Gainward, wenn ich das jetzt richtig ausspreche. Und da die möchte ich mal mit euch testen. Aber mal gucken, was so ein Ding noch rausschmeißt. Ob man da noch so einige Spielchen mit spielen kann und. Für einen Toaster reicht es auf jeden Fall, also für Counter-Strike und diverse andere Sachen. Schauen wir mal. Ich hoffe, ihr habt Lust und Bock, euch diesen Test mal reinzuziehen. Und sie ist auch schon verbaut. Sieht man da hinten so ein bisschen, dass das neue System kriegt, auch noch zu sehen. Okay, alles weitere will ich jetzt auch nicht mehr weiter quatschen. Ich möchte euch gerne mitnehmen. Ich hoffe, ihr habt Lust und Bock zum Handwerkcheck. Ja, hier noch gleich der kurze Einbau der GTX 580. Und ja, nicht, dass ihr denkt, ich werde faul, aber ihr sollt ja auch mal wieder sehen, wie man eine Grafikkarte einsetzt. Das Besondere hier dran ist wirklich, dass man hier echt einmal einen 8-Pin-Anschluss hat. Den hatte ich ja kurz hochgehalten. Und ebenfalls nochmal ein 6er. Also wir sind hier bei 14-Pin-Anschluss und die Grafikkarte haut echt richtig Strom durch. Die braucht also richtig eine anständige Stromversorgung. Also ich würde da nichts unter 600 Watt, sieht man hier nochmal. Na? Und die geht später aber nochmal raus. Die kommt auf jeden Fall in den Verkaufsrechner. Das war jetzt erstmal vorübergehend. Die nächste ist schon für meine Frau am Start. Die kriegt noch eine 1030. Aber hier sieht man es nochmal. Wir haben ja 14-Pin-Anschluss. Das ist schon unheimlich heftig. Kurz nochmal schick festgemacht. Na? Den kompletten Rechner kriegt ihr natürlich auch noch zu sehen. Der wird irgendwann mal im Dezember kommen. Geburtstag hat sie schon gehabt. aber das Video ist schon einige Tage alt. Gut, dann kommen wir jetzt nochmal gleich zu ein paar Tests. Und zwar zu der Fuhrmark und dann auch den Cinebench und zum Schluss legen wir da noch mal eine Runde Toaster drauf, ne? Mal mehr zockt sie da auch nicht drauf. Okay. Gut, dann schaut ihr euch jetzt gleich mal hier die Testergebnisse ran. Bei Fuhrmark hat es natürlich nicht so gölle abgeschlossen, die 20 FPS. Im Cinebench kommen wir dann schon etwas höher und im Counter-Strike, könnt ihr euch ja selber reinziehen. Ich mache euch mal ein bisschen Musik rein, ne, damit es euch nicht so langweilig wird. Und dann treffen wir uns dann im CS, im Toaster-Test wieder. Bis gleich. So, ich hoffe, das Mikro funktioniert.
Ich habe das noch nie getestet. Es ist der Kopfhörer meiner Frau. Also schauen wir mal, was das Ding denn hier so abgeht. So, dann schauen wir mal. Gleich erschossen worden. Okay, aber die wollen wir nicht. Nehmen wir meine Ork. Okay. Also 122 FPS ist... Scheiße, der hat mich von hinten, die kleine Sau. 286, also die Karte haut echt noch einiges weg hier. Läuft flüssig. Muss nicht laut sein. Scheiße, so schnell kann ich da nicht wegkommen. Nee, das bringt's ja nicht. Ah ja. Hamas. Mal gucken. Gehen wir mal hinten rum rein. Also säuft wirklich sehr flüssig, muss ich ehrlich sagen. Bin ja begeistert. Scheiße! Kann ja, jetzt muss ich damit leben. Mit der Knarre. Oder so. Alter, da kommst du gerade raus und dann wirst du auch noch gekillt hier. Mal verpissen. Nicht schlecht, der Typ. Also es macht richtig Bock, Spaß damit. Die ist heute Morgen nicht so gut. Ah, nehmen wir die auch. Also für so einen kleinen Test, ne? Wir kommen richtig bis auf 200, teilweise 114 PS und den Rest haben wir ja gesehen. Gut, 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 gut. Das läuft hier alles über unseren Server. Na, macht schon Bock. Hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Ah, die Knarre da auch nix. Alter, da kannst du draufhalten, bis du den gekillt hast. Wie meinst du das Magazin? Okay, das war's soweit mit unserem Test. War eine lustige Sache. Gut. Dann sehen wir uns gleich mal zur Endbesprechung. Ja, da kann man ja erstaunt sein, was da noch so rauskommt aus so einer GTX 580 mit 3 GB. Hätte ich ja nicht gedacht. Ne? Also, ist schon der Hammer. Ne? Habt ihr gesehen? Also, und zu dem Preis für ca. 50 bis 60 Euro kann man sich so ein Teil nochmal kaufen. Läuft sehr ruhig. Und meine Frau kriegt jetzt zum Geburtstag diesen PC geschenkt. Na? Damit sind wir dann auch durch. Den PC komplett kriegt ihr dann auch nochmal zu sehen. Ist eine Corsair-Gehäuse, was ich euch auch vorgestellt habe. Schönes Gerät geworden. Man kann sich nicht beschweren. Na? Ich hoffe, das war so ein bisschen informativ. Guckt doch einfach mal auf eBay, wenn ihr jetzt ein bisschen klamm seid, wie wir das jetzt waren oder sind. Und man will nicht so viel ausgeben, kann man sich auch was Günstiges suchen, wo man so noch die einige Spiele mit spielen kann, die funktionieren. Und das war halt Sinn und Zweck der ganzen Übung. Aber es war interessant, auch mal zu checken. Aber ich weiß nicht, irgendeiner meiner Kollegen meinte, so ein Ding kriegt man für 20, 30 Euro hinterher geschmissen. Auf eBay Kleinanzeigen, also ich habe keine gefunden. Die war schon recht günstig. Ne? Und
Es ist schwierig. Wir haben das Saison und da was rauszuhauen, das kann man vielleicht im Sommer machen. Das kriegt man vielleicht mal eine Günste, aber also so glauben kann ich das auch nicht sagen, wirklich. Ne? Jeder will noch ein bisschen was an diesen Karten verdienen. Und auch wenn es eine gebrauchte ist. Aber es war ein fairer Preis und deswegen kann man sagen, kann man kaufen. Ja, das war's so mit meinem Test. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn es das denn getan hat, dann lasst doch ein Abo da oder hebt den Daumen in nördlicher Richtung. Darüber freuen wir uns. An die Abonnenten bitte nicht die Glocke vergessen. Und habe ich was vergessen? Ach ja, nächste Video ist auch am Start. Wer uns Bock hat, doch ein bisschen zu sponsern, das können wir gut gebrauchen. Wir sind ein kleiner Kanal und da ist das Geld immer nicht so locker. Dann möge doch bitte den Spendenlink unten benutzen von PayPal. Da kann man alle möglichen Spenden in jeglicher Form abgeben, ob PayPal oder irgendwie anders, ist alles möglich. Dafür werden wir sehr dankbar. Wir können es gebrauchen. Wir müssen echt noch reichlich investieren und das schaffe ich einfach nicht mehr so wie in den letzten Jahren. Okay, dafür werden wir sehr dankbar. Karte, guck mal, mal bei eBay nach, da findet ihr bestimmt was. Ja, das war's soweit an dieser Stelle. Video ist zu Ende. Ich checke jetzt aus, das müsst ihr zwangsweise auch tun. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Nächste Video ist schon, wie gesagt, da und geht auch jetzt immer fröhlich weiter. Ich kann mich an dieser Stelle nur von euch verabschieden. Danke fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns wieder zum nächsten Gaming Software Hardware Check. Ich weiß doch immer nicht. Auf jeden Fall ist noch genug am Start. Bis zum nächsten Hardware-Check.